Ja, wenn man wählen geht, wählt man ja auch nicht die Partei, die zu 100%, die würde man gerne wählen, die zu 100% genau das macht, was man selber möchte, aber so eine Partei gibt es ja gar nicht. Sondern man wählt im Prinzip immer nur das kleinste Übel, sage ich mal so ein bisschen spöttisch, wenn man nur Wähler ist. Wenn man sich eine Partei aussuchen kann, wo man eintritt, dann tritt man halt in die ein, wo man größere oder die größten Schnittmengen hat, wenn man Politik machen will. Und das ist in der AfD bei mir. Es gibt ein paar Punkte, da bin ich gar nicht mit einverstanden. Zum Beispiel fordern wir die Direktwahl des Bundespräsidenten. Persönlich sage, wir brauchen gar keinen Bundespräsidenten. Wenn man sich vor allem mal den aktuellen anschaut, kann man gut darauf verzichten. Das Amt kann man anders verwalten. Das ist nicht so das, was einen jeden Tag umtreibt. Das wäre so ein Punkt.